bei den Sims. Wir machen hier weiter. Unser Steve Schädler ist noch auf der Arbeit. Und seine Wohnung ist dreckig und er ist hundemüde. Ah, Beförderung. Nicht schlecht. Gibt denn auf jeden Fall Spezialist für erdnahe Umlaufbahnen. Sehr schön. Da muss man natürlich mal schauen, was er hier braucht. Fitness, okay, er braucht noch Fitness. 96, 7 Dollar die Stunde. Okay. Das heißt, er ist erstmal total platt. So. Das heißt, wir schicken ihn erstmal schlafen. Danach soll er säubern, duschen, essen. So, er kocht sich was und zwar, das sollte schon was gescheit sein, hier das zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Anschließend muss er Schläge üben und das mathematische Diagramm fortsetzen. So. Das sind die Befehle für die nächste Zeit. Also erstmal schlafen gehen. Dann schauen wir mal weiter, wenn er am nächsten Tag aufwacht. Dass er dann die Dinge tut, die wir ihm aufgetragen haben. So, Donnerstag, 5 Uhr morgens. Angespannt, ne? Richtig gut scheint es noch nicht zu gehen. So, dann machen wir es noch sauber, genau. Und dann geht's unter die Dusche. Dann haben wir was gegessen. Dann hoffe ich doch, dass er ein bisschen besser gelaunt ist. Da wollen wir mal schauen, was mit dem Diagramm ist. Na, er ist so angespannt, um das fortzusetzen. Ja, deine Teller kannst du da mal wegrollen. Am Tisch. Und dabei der Arbeitsfläche. Okay. Immer noch angespannt, unser gutes Steve Schädler. So, und jetzt, da hat er, glaube ich, gar keine Lust drauf, ne, zu trainieren, irgendwas zu machen, oder? Naja, so richtig motiviert ist er nicht. Das wollen wir mal festhalten. Schauen wir mal, was er uns sagen möchte. Spaß fehlt. Okay. Spaß fehlt. Spaß bekommt er hier. Mal ein neues Spiel. Da kann er teilnehmen. Sims Forever, ein Turnier. Und die Staffelei, die streichen wir erstmal. Und soll halt erstmal Spaß haben. Na also, geht doch. Und danach kann er dann das Bild fortsetzen. Und die Skulptur herstellen. Häschenskulptur klingt auch gut. Hat er jetzt gar nicht aufgestellt, ne? Wie ich es mal aufgetragen habe. Die anderen Skulpturen muss man wiederholen. Zu einem anderen Zeitpunkt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Oder was reißt bei diesem Turnier. Das sieht man aber nicht, wenn man so ranzoomt, ne? Ah ja, guck an. Ah! Genau. Die, der Whirlpool, der herzförmige Whirlpool. Da
Das waren noch die Anfangszeiten von den Sims. Na, mit dem ganzen Urlaub total, Hot Date und sowas. Ja, das kenne ich noch. Da wird die Herzchenbadewanne. Das war cool. Da konnte man Bekanntschaften schließen. Und sich reingesetzt und hat. Oh. Der andere war besser als er, es gibt keinen Preis. Er muss auch üben, ne? Das ist ganz, das ist wie mit allem so. Aber wir wollen jetzt erst einmal seine Fähigkeiten voranbringen, die er im Job braucht. Und danach können wir ihn vielleicht zu einem Profi-Gamer machen. Konzentriert, perfekt. Ja, dann geh halt aufs Klo erst, oder? Hätte auch selber entscheiden können, ja. Gut, erst aufs Klo. Und dann möchte er nur noch sparen, Energie. Okay, dann heißt es natürlich erstmal ein Nickerchen machen, ja, das ist okay. Dann kann er. Ja, Turnier geht nicht. Da kann er aber mal trainieren noch ein bisschen. Da auch. Und das hier sollte er auch immer mal fortsetzen. Erstmal ein kleines Nickerchen, damit er fit ist. Und dann schauen wir mal weiter. Traurig ist er auch. Warum ist er denn traurig? Das gibt ihm wieder Spaß. Also diese Sachen wie duschen oder auf die Toilette gehen, dass er das nicht irgendwie selbstständig zwischen rein macht, ne? Ist schon seltsam. Fände ich gut. Mal schauen, jetzt gleich ist der Balken voll, ja. Da keine Lust drauf. Auch keine Lust drauf. Ja, worauf hast du denn Lust? Ein Geld aufs Klo macht er was zu essen. So, das haben wir. Gut, Hunger, Energie. Also essen, schlafen. So machen wir das jetzt. Halt. Ich habe keine Tomaten. Essen. Schlafen. So. Wir schämen ja dann. Also bitte. Okay, nach dem Essen geht er nicht schlafen. Nein, er zockt noch. Er isst dort. Ich frage mich, warum man den Tisch mehr isst. Der andere, naja gut, der soll er zum Teller wegräumen. Dann kann er da auch essen. Warum er einen Fernseher hat, frage ich mich auch. So, okay. Schlafenszeit bei Steve Schädler. Dann wollen wir mal schauen, wann er aufwacht. Und er muss eine Stunde zur Arbeit. Ja gut, dann soll er halt erst arbeiten gehen, bevor er was anderes macht. Die Arbeitszeiten, die ändern sich aber auch permanent. Auf dem Schiff von Steve ist ein kleines Feuer ausgebrochen. Bei Eintritt in die Thermosphäre ist ein Sauerstofftank ein bisschen zu nahe an einer Duftkerze geraten. Er hat gleich gewusst, dass das eine schlechte Idee war, obwohl es dadurch echt gemütlicher wurde, soll er versuchen, das Feuer zu löschen und sich auf den schnellsten Weg zur Rettungskapsel machen. Ja, egal was ich nehme nur das Falsche, ne? Also ich tue das Feuer mal löschen. So, dann machen wir mal. Ah ja, da. So, das Feuer ist gelöscht. Das Kontrollzentrum lobt ihn dafür.
dass er einen kühlen Kopf behalten hat und verrät ihm zur Belohnung das Versteck eines geheimen Vorrats. Astronautennahrung an Bord, die Mission wird fortgesetzt. Okay, Leistungsverbesserung klein, besser als gar nichts, würde ich da mal sagen. Nicht schlecht, unser Astronaut. So, ich schätze mal, er ist müde. Hygiene und Spaß. Hunger, okay. Hygiene, überhaupt kein Ding. Nein. Wir lassen ihn baden. Das ist viel schöner. Nach dem Baden gibt es Abendessen. Und zwar mal was Ordentliches. Naja. Gut, gibt es halt Spaghetti, wenn es nichts Ordentliches gibt. Und danach schauen wir mal, wie er sich so fühlt. Können wir hier schon. Okay. Danach Turnier. Und das ist natürlich wirklich wichtig, die beiden Sachen hier. Dass er trainiert und dass er seine Geschicklichkeit ausbaut. Aber erstmal eins nach dem anderen. Erstmal wird hier gegessen. Das verspielt es schön danach. Nimmt an dem Turnier teil. Das werden wir ihn auch fördern. Jetzt ist Freitag. Da haben sich die freien Tage ja auch verschoben, wenn er einen anderen Job hat. So. Nach dem Essen geht's zum Turnier. Ich hoffe, dass er sich auch einigermaßen wohlfühlt. Na also. So, Level 4. Er wird jeden Tag besser und besser. Bin mal gespannt, bis wie viel die Videospielfähigkeit geht. Ist er glücklich? Okay. Bin mal gespannt, ob er da... Ja, beim zweiten Mal wird er keinen Preis gewinnen, glaube ich jetzt nicht. Wenn er glücklich ist, dann kann er dann auch seine Skulptur beenden. Gut, es gibt keinen Preis, aber zu erwarten, nach dem zweiten Mal gleich den Preis. Das wäre jetzt auch unwahrscheinlich gewesen. Sein Bild könnte er dann auch mal fertig machen. Wenn er da schon an seiner Skulptur rumwerkelt. Ja. Unwohl. Aber den will er auch nicht fertig machen. Das macht er schon seit 3 Tagen an dem Bild rum. Ja, komm, egal, komm, geschlafen. Bevor das noch verhunzt, geh lieber ins Bett. Ihr könnt ja hier im Bett schlafen, ne? Auch eins. Was ist los mit ihm? So, glücklich ist er. Das ist schon mal nicht schlecht. Spaß und Energie, ja. Hier findet er Spaß. Wir machen mit dem Anfängerturnier weiter. Und dann geht's hier weiter. Und hier natürlich auch. Und das machen wir auch noch. Elefant, das machen wir. Mal Gas geben. Dann muss ich mal schauen, dass ich, wenn man zu weit haben mit seinen Fertigkeiten, dann würde man eine Hausparty schmeißen. Das wäre auch mal wieder wichtig. Und wir stellen für die Tür, dann soll ich erstmal ein paar Leute ansprechen. Wenn überhaupt irgendjemand kennt, der da überhaupt hingeht. Wir kennen ja erst 2 Leute, die zu dieser Party kommen können. Das müssen wir natürlich noch ändern.
Weil wir haben ja Zeit. Ich denke, ich habe es auch so eingestellt von Optionen her. Ja, es gibt keinen Preis, ne, ist nicht schlimm. Ich habe es auch so eingestellt von den ganzen Optionen her, dass die Sims nicht altern. So, seine Skulptur macht jetzt hier weiter. Mal gucken. Ja, ist ganz knapp vom nächsten Level ab. Das sind der fünfte Level, haben wir dann unser Ziel auch erreicht. Nee, immer noch nicht. Mal noch mal ein wenig schlafen. Samstagmittag, okay. Ist immer noch platt, ne? Immer noch keine Energie, was sind das? Also, komm, weiter schlafen. Jetzt hat er. Schläft, steht auf, ist doch total kaputt. Soll er den Tag durchschlafen? Ist ja kein Problem. Na, sein Rhythmus ist zwar ein bisschen gestört, aber was soll's. Die ganze Woche war eh anstrengend. Da kann er mal am Samstag durchpennen. Ist ja kein Problem. Aufs Klo soll er dann doch gehen zwischendurch. Da ist Gummifähige, ja. Das also einfach wäre, ne? So, das ist. Bedürfnisse. Sozialhygiene. Sozialhygiene, Hunger. Also, Essen. Und wir machen weiter im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut, ciao.